Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und diesmal etwas längeren Ausgabe von Info Neuland TV. Die Themen: Spende für die Siedlung El Paraíso, Kulturprogramm der Sekundarschule, Abschlussvorstellung der Primarschule und das interne Volleyballturnier des DBN. Um zu den Themen zu springen, kannst du auf die jeweiligen Thumbnails klicken. Am Montag, den 17. November, fand in der Siedlung El Paraíso eine Spendenübergabe des Rotary Club aus Asunción statt. Die Spende bestand aus einem Traktor, einer Egge und einer Strauchwalze. Zusätzlich wurde der Siedlung bei dieser Feier auch der Landtitel überreicht, welcher nach mehreren Monaten schwerer Bürokratie endlich unterschrieben werden konnte. Neben Vertreter der lokalen und nationalen Presse war der Gouverneur von Boquerón, Herr Edwin Pauls, Vertreter des Rotary Clubs aus Asunción, die Herren Wolf Bodmer und Federico Lefkowitz, sowie Vertreter der ASIM und der Kooperative Neuland bei der Feier anwesend. Rund 80 Indianerfamilien leben auf diesem 4700 Hektar großen Grundstück, das etwa 80 Kilometer vom Zentrum von Neuland entfernt liegt. Ihr Haupteinkommen ist der Ackerbau und die Viehzucht. Im vergangenen Jahr wurde der Bau von 80 Wohnhäusern mit Stromanschluss und einem Siedlungszentrum fertiggestellt. Am 14. November feierte die Primarschule Neuland ihren offiziellen Schulschluss. Eine kleine Ausstellung von Arbeiten aus dem verflossenen Schuljahr leitete den Abend ein, bevor dann das offizielle Abendprogramm begann. Hier stellten die Schüler hauptsächlich Musikstücke aus dem Musikunterricht vor. Weiter wurden auch zwei Lehrer und eine Sekretärin verabschiedet, die ihren Dienst an der Schule nach diesem Jahr beenden. Der darauffolgende Samstag war dann für das Kulturprogramm der Sekundarschule bestimmt. Auch hier präsentierten die Schüler schon vorher in einer Ausstellung Resultate aus dem vergangenen Unterrichtsjahr. Mit dem Abschlussprogramm wurden dann auch die offiziellen Schulaktivitäten des laufenden Jahres beendet. Hauptsächlich präsentierte man den Zuschauern noch einmal Beiträge vom musischen Treffen, das im Halbjahr stattgefunden hatte. Auch wurden einige Projekte aus der Projektwoche vorgestellt. Wenn du dir einige Extras anschauen willst, dann klicke einfach auf die entsprechenden Links auf diesem Video oder in der Beschreibung. Im November wurde vom Sportclub DBN auch ein internes Volleyballturnier durchgeführt, welches am Montag, den 17. November, zum Abschluss kam. In der Kategorie Frauen Amateur siegte die Gruppe Las Gatas. Zweiter wurde Zumba. Bei der Kategorie Frauen Professional ging der Sieg an Remix. Zweiter wurde Vero. Bei den Herren ging der Sieg in der Kategorie Amateur an Hospital. Zweiter wurde Tige. Bei der Kategorie Professional ging der erste Platz an Los Amigos und der zweite Platz ging an Juvenil.